Hey, noch 17,5 Stunden, bis die Twitch-Jobs für The Cycle Frontier anfangen. Mega cool. Aber was sind eigentlich Twitch-Jobs? Wie bekommt man sie auf Twitch? Was muss ich machen, um sie in The Cycle Frontier zu bekommen? Und um welche Jobs handelt es sich eigentlich? Also fangen wir an. Was sind eigentlich Drops? Drops sind Belohnungen, die man bekommt, wenn man auf Twitch einem Streamer zuschaut, der auf seinem Kanal Drops aktiviert bekommen hat. Diese Drops sind dann Belohnungen, die wir in-game einlösen können. Zum Beispiel sind das Items, irgendwelche kosmetischen Gegenstände. Es können aber auch ganze Keys sein für Spiele oder Skins oder In-game-Währung oder. Der Fantasie sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was der Spieleentwickler mit Twitch vereinbart hat. Wir sind hier in der Twitch-Kategorie Drops und hier sehen wir alle Kanäle, die jetzt gerade aus diesem Zeitpunkt Drops aktiviert haben für irgendwelche Spiele wie zum Beispiel World of Warships, Elder Scrolls, Smite und so weiter und so fort. Also viele Spiele bieten dieses Drop-System an und über das Zuschauen auf diesen Kanälen kann man die Drops sammeln. Ihr kennt die Kanäle daran zum einen, dass sie meistens in der Überschrift Drops aktiviert stehen haben. Natürlich ist das aber abhängig von dem Streamer, was er in seine Überschrift reingeschrieben hat und das ist kein Garant dafür, dass auch Drops aktiviert sind. 100% sicher könnt ihr aber sein, wenn ihr unten Drops aktiviert stehen seht. Hier Mautz Akrobat, wie er momentan World of Tanks spielt und ihr seht unten links das Symbol Drops aktiviert und das ist der schlussendliche Garant, dass jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt Drops aktiviert sind. Oben rechts im Chat habt ihr ebenfalls eine Bestätigung für die Twitch-Drops und wenn wir das hier aufklappen, sehen wir, dass mir noch 97% fehlen für den nächsten Drop. Ich muss also noch 97% sammeln, um den nächsten Twitch-Drop auf Mautz seinem Kanal zu bekommen. Wenn man einen Drop gesammelt hat, findet man die Drops im Drops-Inventar von Twitch. Verlinkung unten in der Beschreibung. Und zwar seht ihr hier die Kampagne, die momentan laufen, wo ihr Drops sammelt. Also weil ich gerade Mautz zugeschaut habe, habe ich hier das World of Tanks Event. Und unten drunter sehe ich alle Drops und ihr seht, ich habe schon jede Menge Drops abgeholt. Hier sind alle Drops zu Escape from Tarkov. Das war zum Beispiel hier ein Programm, wo es normale, epische und legendäre Drops gab. Und diese legendären gab es eben ganz am Schluss. Da muss man ziemlich lange zuschauen und aufmerksam sein, um eine Legendary abzuholen. Die Drops, die hier aufgelistet sind, müsst ihr nicht manuell transferieren, sondern diese kommen automatisch in euer Spiel. Das heißt, über ein System im Spiel könnt ihr diese Drops abholen. Das heißt, ihr müsst nichts weiter machen. Achtung, Achtung, es kann natürlich immer wieder zu Verspätungen kommen, dass Drops nicht sofort ausgeliefert werden, je nachdem, wie groß das ganze Programm ist, wie viele Leute dabei sind, wie kurzfristig alles geplant ist, kann es sein, dass sowas mal mehrere Minuten, Stunden und auch mal bis zu einen Tag dauert. Ich habe aber noch nie erlebt, dass etwas länger als einen Tag dauert, obwohl einmal vielleicht, aber ja, nach 24 Stunden spätestens solltet ihr den Drop haben, wenn es technische Probleme gibt. Ansonsten bekommt ihr den Drop tatsächlich immer sofort. Um die Drops schlussendlich zu bekommen, müsst ihr euren Cycle-Account mit Twitch verknüpfen. Unten der Link in der Beschreibung, da klickt ihr bitte einmal drauf und dann könnt ihr euren Steam oder euren Epic-Account, je nachdem, wo ihr das Spiel habt, mit Twitch verknüpfen. Ihr müsst einfach nur einmal euch einloggen, dann die Freigabe erteilen für Twitch und schon geht's los, ihr könnt Drops sammeln. So, dann schauen wir uns mal an, wann es welche Drops gibt und wie die aussehen. Und zwar ist das ziemlich cool gemacht. Am 23. geht's los, also am Donnerstag um 12 Uhr mittags. Deutscher Zeit, deutscher Entwickler, deutsche Zeit, 12 Uhr mittags geht's los. Und zwar haben an dem Donnerstag alle Content Creator, also jeder einzelne Streamer auf Twitch, egal wo ihr reinschaltet, haben die Drops aktiviert, wenn der Streamer es für sich freigeschaltet hat. Gibt natürlich einige Streamer, die das nicht machen, aber es ist eher die Ausnahme, warum sollte man das nicht tun? Aber ja, bei den meisten seht ihr es und denkt dran, unten seht ihr die Bestätigung, ob Drops aktiviert sind. Und hier seht ihr jetzt den ersten Tag, ziemlich cool gemacht, 23. Juni. Und zwar ist das so, dass ihr nach 30 Minuten einen Drop bekommt. Das heißt, hier seht ihr schon, es geht nach Zeit. Dann nach 2 Stunden insgesamt bekommt ihr einen Drop. Nach 6 Stunden, 10 Stunden, 14 Stunden und 18 Stunden. Let's go, da ist der Grind. Hier steht jetzt nicht, ob dieser letzte Drop höherwertig ist. Das werden wir noch erfahren, ob es jetzt ein Legendary ist am Ende oder ob das zufällig ist. Das sehen wir jetzt leider nicht. Aber es gibt jeden Tag einen Special Drop. Und zwar seht ihr hier, wenn ihr 4 Stunden zuschaut, dann bekommt ihr auf jeden Fall, unabhängig von den oberen Drops hier, einen Special Drop und das hier ist zum Beispiel in dem Fall ein Banner. Das heißt, ihr seht schon, wenn ihr diese 4 Stunden zuschaut, jeweils die Tagesbelohnung sozusagen. Und wenn ihr Zeit und Rechner laufen lassen könnt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr alle weiteren Drops abholen. Da werden sein Taschen, Rucksäcke, Rüstungen, Waffen, solche Geschichten, eventuell sogar Skins. Aber ich glaube eher Items, Gegenstände. Gucken wir mal, wie es dann genau läuft. Das halten sie ja erstmal geheim, was alles drin sein wird. Aber so wird das ablaufen. Mega, mega cool. Das ist der Donnerstag. Und hier der Freitag läuft dann genauso ab. Alle haben Drops
am 24. Und hier seht ihr die Belohnung. Und das ist ein Spray, Fight Me Spray. Also ein Spray zum Freischalten. Jetzt wird es interessant, und zwar ab Tag 3 haben die Partner, also meine ganzen Kollegen, wir sind tatsächlich nicht so viele Partner in The Cycle Frontier. Die Partner haben jetzt exklusive Drops, das heißt nur noch die Partner. Und hier müsst ihr jetzt ein bisschen drauf achten, wenn ihr auf diese Webseite geht, ist natürlich alles unten verlinkt, dann seht ihr sozusagen, wer gerade live ist von den Streamern. Und ich meine, dass jeden Tag theoretisch, wir müssten genug sein, ein deutscher Streamer am Start sein müsste. Wir reden da von Zander, von Two Twisted, vom Nico, von Acid, wir reden von Scooey und von meiner Wenigkeit. Frag mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Im Grunde genommen habe ich mich einfach beworben und ich glaube, das ist das Problem bei den meisten, dass sie sich nicht bewerben. Bewerben, Leute, bewerben. Am 25. Juni geht es dann das erste Mal los mit den Partner-Streams. Und zwar ist das so, dass hier nur die Partner, und zwar ausgewählte Partner, die Drops aktiviert haben. Das heißt, da ist die Auswahl schon kleiner. Ihr könnt hier auf der Seite direkt draufklicken auf die Leute. Wir gucken uns gleich an, wer aus Deutschland dabei ist. Beziehungsweise, ich kann sie direkt vorwegnehmen, es ist der Greifenberg. Also Greifenberg übernimmt sozusagen die deutsche Flagge am ersten Partnertag. Und die Belohnung ist ziemlich krass. Also ihr könnt sozusagen bei Greifenberg hier den Feltizid-Dagger abholen. Der ist ziemlich krass. Also, dass so eine Belohnung schon sozusagen freigegeben wird, schon sehr, sehr nice. Du musst nämlich nur 4 Stunden zuschauen. Ich frage mich, was du hier nach 18 Stunden kriegst. Aber diese 4-Stunden-Belohnung sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Also Dolch-Skin. Und zwar ist das der 25. Juni, der Samstag. So geht das ganz los bei Greifenberg. Dann der 26. Juni, also der Dienstag. Da kriegen wir eine noch krassere Skin. Und zwar die Phasic Lancer-Skin, die Hanami-Skin. Also auch ziemlich krass, dass die ersten beiden Tage direkt so abgehen. Heftig. Und zwar sind die Streamer hier Zander und Pixel. 2 deutsche Streamer und ja, die beiden sind sozusagen exklusiv. Ich verlinke das alles auch unten, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich verlinke auch die Kanäle, einfach mal, damit ihr die komplette Übersicht habt über die deutschen Streamer. So, dann der nächste Tag, das ist der 27. Juni. Und zwar haben wir hier einen Chrom-Waffenskin, also für alle Waffen verfügbar. Die kann man dann chromfarben einfärben, ziemlich cool. Und hier die Streamer sind 3, und zwar Sigismund, Kalle und Scooey. Alle bekannt, alle weltbekannt fast schon. Die 3 eskalieren dann am 27. Und ich bin mir sicher, oder was heißt sicher, aber ich konnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die auch Duo-Streams machen, Trio-Streams und sowas. Das wird sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da kann man sich frei aussuchen, wo man zuschauen will. Dann der 28. Hier geht's weiter mit einer Neon-Waffenskin. Sieht auch ganz nice aus. Auch die für alle Waffen sozusagen, also eine Farbe. Und Partner-Drops sind hier wieder deaktiviert. Was passiert hier am 28.? Das ist der Dienstag nächste Woche. Und zwar ist das so, dass hier alle Affiliates sozusagen gepartnert, also Drops haben. Das ist ziemlich cool. Das heißt, jeder Affiliate-Streamer bekommt hier die Möglichkeit, exklusiv Drops zu zeigen. Und die Partner sind erstmal abgeschaltet. Ist sehr geil, finde ich. Also sehr, sehr, sehr geil, dass die Affiliates da noch ein bisschen gefördert werden. Finde ich super gut die Aktion. Und am 29., also am Mittwoch, geht es dann weiter mit wieder einer Finskin. Das ist unfassbar. Also hier gibt es dann wieder einen Dolch, auch wieder nach 4 Stunden. Die Streamer aus Deutschland sind Mayo Pango und Tikuna haben wir hier. Und wir haben Matze People, die 3. Mayo, Matze und Tikuna am 29. Und am 30. Juni haben wir die grüne Skin. Das ist so eine Jade-Waffenskin. Also der Jade-Skin auf jeden Fall am 30. Der 30. ist dann der Freitag. Der Donnerstag. Und hier sind live, lass mich nichts Falsches sagen. Es ist Acid. Also Acid ist hier tatsächlich momentan der einzige Deutsche. Mal gucken, ob sich die Liste nochmal verändert, aber freue ich mich sehr für ihn. Also er kann hier komplett alleine eskalieren sozusagen. Die Flagge hochhalten. Also ist schon witzig. Vielleicht verändert sich noch ein bisschen, gucken wir mal. Wenn sich's verändert, werde ich unten auch die Liste aktualisieren. So, und dann kommt der 1. Juli. Und da sind wir dabei. Wir haben hier unsere 24 Stunden langen Drops. Wir kriegen eine Saphir-Skin, also eine Saphir-Skin auch für alle Waffen. Und ich habe die Ehre, mit dem Nico zusammen die Drops zu haben. Das ist mega, mega geil. Außerdem aus Deutschland dabei der Jeff.
Also hier die drei Streamer, Jeff, Nico und meine Wenigkeit. Ich mache auf jeden Fall einen 24-Stunden-Stream. Mal gucken, ob wir es durchhalten. Die Frage ist nicht, ob wir es durchhalten, sondern warum wir das eigentlich machen. wir ziehen das dann durch. Also 24-Stunden-Stream. Und das Krasse ist, am 2. Juli geht es direkt weiter. Da werden die Drops nämlich wieder für alle freigeschaltet. Dann darf wieder jeder Drops freigeben. Und rein theoretisch könnte ich dann sagen, dass ich dann weiter streame. Den zweiten Tag und den dritten Tag. Machen wir einen 3-Tage-Stream. Easy. Und hier am vorletzten Tag gibt es dann einen Charm. Also das ist dieser kleine Waffenanhänger. Das ist so ein Teebeutel, den man an die Waffe hängen kann. Das ist der vorletzte Tag, der 2. Juli. Das ist dann der Samstag. Und am Sonntag ist der allerletzte Drops-Tag. Und da gibt es eine Core 47-Skin. Sehr, sehr geil. Nennt sich getragene Core 47. Interessant hier, weil hier steht wiederum, dass man 14 Stunden zuschauen muss. Also die einzige Tagesbelohnung, die man nicht nach 4 Stunden kriegt, sondern nach 14 Stunden. Also aufpassen. Schön 14 Stunden den Rechner laufen lassen am Sonntag. Und egal bei wem. Und dann kriegt ihr die Core-Skin. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sollte man abholen. Das geht dann bis Montag um 12 Uhr. Montag 12 Uhr ist alles vorbei. Dann ist die ganze Party durch. Ich gehe dann erstmal in den Winterschlaf. Und ja, werde dann die Skins später genießen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut's gerne raus. Wie gesagt, über Instagram bin ich besonders schnell erreichbar. Ansonsten, Leute, viel Spaß beim Droppen und Drops farmen. Ich sag schon mal, bis dahin, bis zum 1. Juli, wer mir beim Leiden zusehen will, ob ich nach 24 Stunden noch lebe. Ansonsten sage ich, bleibt gesund, bleibt sauber und happy cycling. Ciao, 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 ciao.